Ich cheate nicht so gerne. Manchmal so ein bisschen just for fun, okay. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Wisst ihr was, auch wenn die vierte Tür nicht offen ist, probiere ich mich gleich an Tor. Das ist die längste Tür von allen, das weiß ich jetzt schon. Wir sehen hier irgendein dummer Bildschirm, jetzt wird er schwarz. Glück gehabt, dass es nicht eben war. Das ist nicht jetzt war. Ja, wir sehen irgendwelche Platten und ich glaube, auf diesen Platten sind wir auch sicher vor diesem blöden Blitz. Man kann nur auf diese Platten treffen oder so, weiß ich nicht. Dann habe ich mich hinten in die Ecke gestellt und war irgendwie sicher oder so, keine Ahnung. Geronimo! Fuck you, du Blitz, ey, du Sackgesicht. Verdammter Wichser. Naja, ich weiß, ich fluche und fluche und fluche. Nach drei von vier Türen kommen Gegner. So, jetzt hab ich's. Sollte ich Tor hier halbwegs sicher überstehen mit einem Medipack oder so, werde ich sofort speichern. Nehmt mir bitte nicht übel. Eigentlich ist Tor eine sau einfache Tür. Vorhin habe ich sie problemlos auf dem Rückweg zumindest geschafft. Ich klopfe jetzt mal aufs Holz. Vielleicht hört ihr das ja auch. Ja, ich hasse diese Tür. Ich hasse sie einfach. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Ich hasse diese Tür. Ich kann es auch nicht oft genug sagen, wie sehr ich diese Tür hasse. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Tür hasse? Nein? Gut, dann habe ich es jetzt getan. Nein. Aber ja. Wenn wir die Tür geschafft haben, können wir an dieses Geheimnis da unten auch rankommen. Ja, eigentlich wüsste ich, wo alle vier Geheimnisse sind, wie es aussieht. Problem ist, ich komme nur an zwei ran. Das erste ist das dumme Sprunggeheimnis, was ich nicht geschafft habe. Und das zweite ist das andere dumme Sprunggeheimnis, was ich nicht geschafft habe. Ja, also ich sag immer so, Tomb Raider ist ein Spiel, das hat dadurch, dass man halt alle Geheimnisse suchen muss, einen gewissen Wiederspielbarwert. Aber und auch so, weil es einfach geil ist. Aber ansonsten, naja. Die Story ist immer die gleiche. Und wenn man einfach nur die Story spielen will, läuft alles sehr geradlinig ab. Mir denkt schon, solche Level wie das hier sind schwer. Bitte. Dann braucht ihr, dann sag ich nur, der wirklich harte Teil kommt. Och. Also, ich muss sagen, mittlerweile hasse ich Tor halt wirklich, aber ja. Wirklich hart wird es vor allem in den letzten beiden Teilen des Spiels. Oh, ja doch. Beziehungsweise ab dem nächsten Level wird es auch noch härter und härter und härter. Und jetzt kommen wir langsam zur Steigerung des ganzen Spaßes, ja. Ja. Was wollte ich sagen? Eigentlich nicht wirklich viel, aber... Ihr werdet selbst sehen. Sofern ich dieses Let's Play überhaupt noch durchhalte. Also es geht mir nicht um die Länge. Sondern ihr seht selbst, wenn man hier halt über eine Stunde spielt und macht und tut und dann ist das ganze Videomaterial weg, macht es auch irgendwie keinen Spaß mehr. Deswegen dachte ich mir schon vorhin so, ich könnte ja auch Spore eigentlich spielen. Das ist wenigstens schön entspannend. Nichts wie weg hier, ey. Oh, geschafft! Ohne getroffen zu werden. Ja, das Geheimnis besteht darin, dann loszurennen auf dem Rückweg, wenn der Blitz nicht an ist. Also normalerweise würde ich sofort erstmal alle Türen öffnen und so, dann Tor machen, dann speichern und so weiter. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ja, zu der Tür, von der ich vorhin schon sprach, diese geht auf zwei Arten auf. Also sie können wir auf zwei Arten öffnen. Entweder wir machen Tor zu Ende. Ja, Demokles ist immer noch zu... Tut mir auch ehrlich leid. Oder aber, wir erwischen den Schalter, ey, du Schweinebacke! Fuck. Egal, gegen den brauche ich so oder so mal ein Medipack. Im Regelfall jedenfalls, in diesem Kampf. Nee, oder? Ach, Menno. Laden wir das Spiel und holen uns das Geheimnis einfach. Denn wenn, dann will ich es schon haben.
Übrigens unsere 2 Medipacks wegmachen, die wir gerade verloren haben. Oh, ich kann nur sagen, es gibt recht viele coole Geheimnisse auch. Und ich werde probieren, euch immer alle Alternativen von für die Waffen und so zu zeigen. Wenn ich es kann, heißt das. Nee, nochmal laden bitte. Ich kann auch immer nur sagen, die Uzi. Die Uzi ist ja, das ist unsere letzte Waffe, so viel verrate ich schon mal. Sind, glaube ich, das schwerste Geheimnis von allen. Das Geheimnis kann ich bis heute selber nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also ich weiß, wie es funktioniert, aber es ist halt recht kleinlich und heftig gehalten. Glück gehabt. Oh, how I every time say shit and happens, me too. Geheimnis gefunden und jetzt haben wir unsere Ruhe gleich. Es sei denn, der Pisser erschießt uns jetzt auch noch. Und er ist weg. Wir haben das Geheimnis und damit haben wir 2 von 4 Geheimnissen wenigstens gefunden. Das ist Munition für unsere nächste Waffe, die Automatik. Oder auf der Sega Saturn Version hieß sie Magnum. Ja, ich weiß, jetzt verrate ich doch schon alle Waffen. Eigentlich wollte ich das nicht tun, aber wenn wir schon mal dabei sind... Nein, das war das leider nicht, Pierre. Wie schon gesagt, der kleine Pisser wird uns jetzt ständig stressen kommen. Wie das halt immer so ist. Mit nervigen Gegnern. Oha! Alter, ey. Nee. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen hier. Ja, was soll ich sagen? Noch immer wichtig, wie wir springen, wann wir springen, wohin wir springen. Ach, noch eine Lektion, die man im zweiten Teil immer recht früh lernt eigentlich. Also, ja, vor allem im zweiten Teil. Das ist eine Lektion, die man recht früh, aber nicht gerne lernt. Und wir sind mal wieder bei Tor, wo mich keine 10 Kamele, Ziegen oder was weiß ich was reinbringen. Ja, ich weiß, ich rede gerade ein bisschen wie so ein Roboter oder so, aber ich dachte schon gerade, oh, jetzt baut sie so viel Scheiß und springt da einfach und fliegt da einfach runter, obwohl ich auf Schauen drücke, also rumgucken. Die Sache ist nur die, wenn ich auf links drücke, passiert nichts, dann dreht sie sich doch nur. Ihr versteht, was ich meine? Oh, Mann, oh Mann. Ich hasse dieses Level schon mittlerweile. Ein wenig zumindest. Ein kleines bisschen hasse ich's. Ich glaube, das ist auch berechtigt. Jedenfalls fühle ich, dass sich das so berechtigt anfühlt. Ja. Verpiss dich, du Speicherpunkt. Im dritten Teil können wir sie ja mitnehmen, aber das ist nicht der dritte, das ist der erste. Da geht das nicht.